Willkommen zur Einführung in Informatik für Geisteswissenschaftler. Dieses Video ist entstanden im Rahmen der gleichnamigen Veranstaltung an der Universität Paderborn. In diesem Video wollen wir unseren ersten abstrakten Datentypen kennenlernen, nämlich den der Schlange. Die Schlange entlehnt ihren Namen einem durchaus alltäglichen Phänomen, das wir kennen, nämlich der Warteschlange, wie man sie beispielsweise von einer Bushaltestelle kennt, zumindest wenn man in England unterwegs ist. Man stellt sich immer hinten an und derjenige, der vorne steht, kann weggehen. Auch im Supermarkt kennen wir das. Wenn man an die Kasse kommt, stellt man sich hinten an. Der nächste stellt sich wieder dahinter an und so weiter. Zuerst bezahlt natürlich derjenige, der in der Schlange vorne steht und nicht derjenige, der hinten steht. Wenn alles diszipliniert abläuft, kann sich auch niemand dazwischen drängeln. Dann kann da niemand in der Schlange überholen, dann kann man sich nicht vorne anstellen. Man kann auch nicht einfach aus der Schlange herausgehen, sondern man kann die Schlange auch nur dann verlassen, wenn man irgendwann an der Kasse bezahlt oder im Fall des Busses in den Bus einsteigt. Das ist also das Grundprinzip, an dem sich dieser Datentyp Schlange orientiert. Eine solche Schlange besteht ganz abstrakt gesprochen aus einer Aneinanderreihung von Elementen, beispielsweise Leuten, auch wenn man die jetzt vielleicht nicht unbedingt als Elemente bezeichnen möchte. Bei uns werden es also eher Objekte sein. Das müssen keine gleichartigen Elemente sein, aber meistens wird eine solche Datenstruktur so genutzt, dass man gleichartige Elemente in ihr hat. Also eben beispielsweise Menschen, die sich irgendwo anstellen oder eben natürlich im technischen Sinn, wenn wir das jetzt so etwas als Programm implementieren, dass wir dort Objekte gleichen Typs, der gleichen Klasse haben, die wir in diese Schlange einfügen. Das muss wie gesagt nicht unbedingt so sein, aber wir werden das in der Regel hier so handhaben. Neue Elemente stellen sich immer hinten an die Schlange an, werden also hinten an die Schlange angefügt und es kann immer nur auf das erste Element zugegriffen werden. Das heißt, man kann in dieser Schlange nicht sagen, guck mal, wer da gerade an zweiter oder dritter Stelle in der Schlange steht, sondern wir können immer nur auf den Kopf der Schlange gucken, können also nur nachschauen, wer gerade ganz vorne steht. Das Prinzip, wie hier Elemente in die Schlange eingefügt werden und aus ihr entfernt werden, bezeichnet man auch als das FIFO-Prinzip, First in, First out, oder zu Deutsch, wer zuerst kommt, mal zuerst. Wer also zuerst in die Schlange hineinkommt, der verlässt die Schlange auch als erster wieder. Es gibt andere Datentypen, bei denen man das anders macht. Dafür werden wir auch noch ein Beispiel kennenlernen. Aber die Schlange zeichnet sich eben dadurch aus, dass sie dieses FIFO-Prinzip umsetzt. Wenn wir das nun einmal aufmalen, können wir das Ganze abstrakt so darstellen, dass wir hier in der Mitte den Rumpf der Schlange haben mit diesen gleichartigen Elementen, die ich hier einfach als Kästchen dargestellt habe. Das könnten dann eben beliebige Objekte sein, die dort hintereinander in der Schlange stehen. Der erste Gedanke, den man vielleicht hat, ist, dass das eine gewisse Ähnlichkeit zu einem Array hat. Und tatsächlich werden wir das auch gleich so implementieren, aber das muss man nicht so machen. Das Ende der Schlange ist hier links, der Kopf der Schlange rechts. Die Schlange guckt also gewissermaßen nach rechts. Dort rechts wäre also unsere Kasse oder unser Bus. Neue Elemente werden ausschließlich hinten angehängt. Das ist dieses eine Element, das mit dem Pfeil von hinten an die Schlange gemalt ist, das also der Schlange hinzugefügt werden soll. Das neue Element würde sich also hinten an die Schlange anstellen müssen. Und das erste Element, das die Schlange verlässt, ist immer das vorderste Element. Wenn wir also nachgucken wollen, welches Element dort gerade steht, können wir das immer nur für das vorderste Element. Wir haben keine Möglichkeit, auf das zweite, dritte, vierte, fünfte oder wievielte Element auch immer zuzugreifen. Das geht schlicht und ergreifend nicht. Auch entfernen können wir aus der Schlange nicht irgendwo mittendrin Elemente, sondern nur vorne. Und hier sehen wir nun auch einen der Unterschiede zu dem, was wir mit einem Array machen können. In einem Array können wir auf jedes beliebige Element zugreifen. Das haben wir uns schon mehrfach zunutze gemacht. Wir konnten beispielsweise einfach auf das ith Element zugreifen. Wir konnten eine Schleife hernehmen und einfach mal das ganze Array durchsuchen. Dort ging das. Bei einer Schlange hingegen geht das nicht. Wir beschränken uns hier ganz bewusst und können viel weniger mit dieser Schlange. Auf der anderen Seite bietet uns die Schlange aber Vorteile. Wir erinnern uns einmal daran, dass wir irgendwann einmal aus einem Array mittendrin irgendwelche Elemente herausgelöscht haben. Wir hatten ein Kursobjekt und in dem Kursobjekt waren Studenten eingetragen. Man konnte dann in diesen Kurs eintreten, man konnte den Kurs aber auch verlassen. Wenn nun jemand den Kurs verlassen hat, führte das dazu, dass auf einmal gewissermaßen eine Lücke in dem Array entstand. Ich hatte da schon darauf hingewiesen, dass das gar nicht schön ist und zu einigen Problemen führen kann. Wir hatten uns darum aber nicht weiter gekümmert, aber ihr habt sicher bemerkt, dass das etwas komisch war, als ihr das implementiert habt. Wir hatten da dann undefinierte Einträge in dem Array. Das ist etwas, was uns bei der Schlange nicht passieren kann. Dort können keine Elemente zwischendrin herausgelöscht werden, sondern Elemente können, wie gesagt, immer nur von vorne entfernt werden. Insgesamt können wir weniger mit dieser Schlange anstellen, aber für manche Aufgaben ist diese Schlange sehr gut geeignet. Die Schlange ersetzt also nicht ein Array oder irgendeine andere Datenstruktur, sondern sie ist eine sehr spezielle Datenstruktur, die sich für bestimmte Aufgaben gut eignet, für andere allerdings eben auch gar nicht. Deshalb ist dies auch nicht die einzige Datenstruktur, die man sich ausdenken kann und auch nicht die einzige, die wir uns hier angucken werden.
Die Reihenfolge der Elemente innerhalb der Schlange ist nicht veränderbar. Das haben wir bislang auch selten gemacht, wäre aber durchaus möglich. Wir haben ja auch die Sort-Methode des Arrays kennengelernt. Eine Schlange hingegen verfügt über keine Sort-Methode. Sortieren ist bei einer Schlange nicht zulässig. Bei der Schlange haben wir ganz strikt First in, First out. Wer zuerst kommt, verlässt auch als erster die Schlange wieder. Wir dürfen also weder die Reihenfolge der Elemente in der Schlange verändern, noch können wir auf die einzelnen Elemente in der Schlange zugreifen. Hier habe ich das aus rein optischen Gründen so dargestellt, dass links das Ende der Schlange und rechts der Kopf der Schlange ist. Häufig werden wir das allerdings genau andersherum aufmachen. Das heißt, der Kopf der Schlange wird links sein, die Schlange guckt also jetzt nach links. Stellen wir uns das einmal als ein Array vor, dann könnten wir sagen, dass das vorderste in einem Element in einem Array das nullte Element wäre. Dann käme das erste, das zweite, das dritte und so weiter. Man könnte es sich also durchaus vorstellen, dass die Schlange in dieser Weise mit einem Array abgebildet wird. Wir würden uns dann gewissermaßen freiwillig dahingehend beschränken, dass wir nicht beliebig auf das Array zugreifen, sondern eben ganz diszipliniert nur die Methoden benutzen, die die Schlange besitzt. Aber welche Methoden hat sie denn jetzt eigentlich? Das habe ich bislang ja noch gar nicht verraten. Hier haben wir sie jetzt einmal aufgeschrieben. Schauen wir uns zunächst einmal das Klassendiagramm auf der rechten Seite der Folie an. Da sehen wir, dass es eine interne Datenstruktur gibt, in der die Daten, die Elemente, abgelegt sind. Dieses Ding heißt Data. Und ich habe das bewusst hier in grau geschrieben, so ähnlich wie wir das im letzten Video schon gesehen haben, wo ich auch die privaten Eigenschaften grau geschrieben hatte. Das heißt, auf diese Eigenschaft wollen wir niemals zugreifen. Wir greifen auf unsere Schlange immer nur über die Methoden zu, die für sie definiert sind. Zusätzlich zu dem Konstruktor verfügt die Schlange über vier Methoden. Die erste heißt NQ. Sie dient dazu, ein Element an die Schlange anzufügen. Q ist auf Englisch die Schlange, kennt man vielleicht von der Bushaltestelle. NQ heißt also gewissermaßen Anschlange. Wir stellen uns an die Schlange an. Wir fügen ein neues Element in die Schlange ein. Dieser Methode übergeben wir ein Objekt, nämlich das Objekt, das in die Schlange eingefügt werden soll. Was für Objekte das sind, ist uns an dieser Stelle herzlich egal. Wir werden das gleich einfach mit Zeichenketten durchspielen, aber man könnte auch beliebige andere Objekte verwenden. Wir könnten auch Studentenobjekte in diese Schlange einfügen oder was auch immer. Alles das wäre möglich, sofern wir die Objekte entsprechend modelliert hätten und die entsprechenden Objekte zur Verfügung hätten. NQ dient also dazu, dass wir ein Objekt in die Schlange einfügen können, indem wir es ganz hinten anhängen. DQ ist gewissermaßen das Gegenstück dazu, das ein Element aus der Schlange entfernt. Die Methode DQ entfernt entsprechend das vorderste Element aus der Schlange. Wenn links in der Beschreibung steht, Entfernen eines Elements, ist natürlich immer das vorderste Element gemeint. Das ist ja gerade die Idee der Schlange. Die dritte Methode, über die die Schlange verfügt, ist die Methode FRONT. Diese Methode liefert uns einfach das vorderste Element zurück, entfernt es aber nicht. Sie ist also ähnlich wie DQ, aber DQ entfernt das vorderste Element und liefert dieses als Wert zurück. Wir sehen in dem Klassendiagramm, dass DQ und FRONT ein Objekt zurückliefern, und zwar natürlich das vorderste Element, nur an dem sind wir interessiert. FRONT liefert uns also auch genau dieses vorderste Element, entfernt es aber nicht aus der Schlange. Als vierte Methode haben wir noch EMPTY. Dies ist eine Methode, die einen booleschen Wert zurückliefert, also wahr oder falsch. Sie sagt uns, ob die Schlange leer ist oder ob sie nicht leer ist. Spielen wir das einmal an einem kleinen Beispiel durch. Wir haben hier unten einmal ein kleines Stück Code, also ein paar Anweisungen, und wir müssen im Moment überhaupt noch nicht wissen, wie diese Schlange implementiert ist, sondern können einfach diese Methoden aufrufen. Wir können zunächst eine Schlange erzeugen und machen das wie immer mit dem let und dann dem Namen der Variablen. Q ist der Name, den ich dieser Variablen gegeben habe und der natürlich wie immer willkürlich ist. Dann folgt das Gleichheitszeichen, dann das Wort new, gefolgt von dem Namen unseres Datentyps, wie wir das ja immer machen. Wenn wir diese erste Anweisung ausführen, entsteht zunächst einmal einfach eine leere Schlange. In der Variablen Q haben wir also nun diese Schlange, die aber zunächst einmal leer ist. Wir haben keine Parameter übergeben und können ihr auch nichts mitgeben, da der Konstruktor keine Parameter entgegennimmt. Die Schlange ist also einfach leer, so ähnlich wie wir das von den Arrays auch kennen. Wenn wir ein neues Array erzeugen, ist das zu Beginn ja auch in der Regel erst einmal leer, enthält also noch keine Elemente. Wie kriegen wir nun Elemente in die Schlange hinein? Na, mit NQ. Also rufen wir für diese Schlange Q, die wir gerade konstruiert haben, jetzt diese Methode NQ auf. Der übergeben wir jetzt einfach mal einmal keine komplexen Objekte, das könnten wir auch tun, sondern einfach eine Zeichenkette. Die Zeichenkette, die ich hier verwende, ist schlicht und ergreifend A. Dann sieht unsere Schlange jetzt so aus. Sie besteht aus einem einzigen Element, nämlich dem Element A. Wenn wir jetzt ein weiteres Element hinzufügen, sieht das nun so aus, wenn wir die Schlange so aufmalen, wie ich das zuletzt eben auf der Folie nach dem Drehen gezeigt habe. Unsere Schlange wächst jetzt nach rechts und links ist der Kopf. Den Namen der Variablen Q habe ich immer an den Kopf geschrieben. Dann wird durch die zweite NQ-Anweisung hier also das Element B hinten angefügt. Und wenn wir jetzt noch ein weiteres Element anfügen, nämlich das Element mit der Zeichenkette C, wird auch das hinten angefügt. Wenn wir jetzt front aufrufen würden, also die Anweisung q.front in unserem Programm hätten, würde diese hier das Element A zurückgeben. Die Zeichenkette A wäre der Rückgabewert dieser Methode und außerdem würden wir die Schlange dabei nicht verändern.
Wenn wir jetzt empty für die Schlange aufrufen würden, also q.empty, würde uns das natürlich false liefern, denn die Schlange ist ja nicht leer. Empty würde nur dann true zurückliefern, wenn die Schlange leer ist, also keinerlei Elemente enthält. Also beispielsweise ganz am Anfang, nachdem wir die Schlange frisch erzeugt hatten, bevor wir das erste Element eingefügt haben. Hätten wir dafür die Schlange empty aufgerufen, hätte uns das true zurückgeliefert. Jetzt führen wir noch die letzte Anweisung durch, die ich hier auf dieser Folie habe, nämlich, dass wir die Variable rückdeklarieren und q.dq aufrufen. Was macht dq? Ich hatte eben gesagt, die Anweisung nimmt das vorderste Element, entfernt es aus der Schlange und liefert es als Rückgabewert zurück. Unsere Schlange wird also jetzt sozusagen um einen Kopf kürzer gemacht. Der Kopf ist jetzt das Element, in dem b steht. Das ist jetzt das vorderste Element. Das bisherige vorderste Element hat die Schlange verlassen und dq liefert genau dieses Element, das wir bis gerade dort noch stehen hatten, in diesem Fall die Zeichenkette a, als Rückgabewert zurück. Damit haben wir also diese fünf Befehle hier einmal durchgespielt und gesehen, wie man mit der Schlange arbeiten kann. Und das, ohne dass wir bislang darüber geredet haben, wie diese Schlange implementiert ist. Das zeigt, warum wir aus zweierlei Gründen von einem abstrakten Datentyp sprechen. Zum einen ist er nämlich abstrakt, und das ist der eigentliche und wichtige Grund, weil wir nichts darüber gesagt haben, wie er in seinem Inneren umgesetzt ist. Wir haben nicht darüber geredet, ob Data eine Array ist oder irgendeine andere Datenstruktur. Abstrakter Datentyp heißt, darüber reden wir nicht. Wir können diesen Datentyp verwenden, wenn wir nur seine Schnittstelle kennen, nur wissen, mit welchen Methoden wir auf ihn zugreifen können. Das reicht vollkommen aus. Der zweite Grund, warum man von abstrakten Datentypen spricht, besteht darin, dass wir nicht sagen, was für Elemente in ihm gespeichert werden. Ich hatte eben schon gesagt, dass darin beliebige Objekte gespeichert werden können. Das Konzept der Schlange funktioniert für beliebige Elemente. Wir können also ganz unterschiedliche Dinge mit den Schlangen anfangen. Das ist also der doppelte Grund, warum wir von abstrakten Datentypen sprechen. Jetzt wollen wir es allerdings trotzdem etwas konkret machen und wollen diesen abstrakten Datentyp einmal implementieren. Die Implementierung, die ich mir ausgedacht habe, funktioniert tatsächlich so, dass wir nun wirklich intern ein Array für die Daten verwenden. Das müssen wir, wie gesagt, nicht tun. Und darüber muss man auch nichts wissen, weil man den Datentyp Schlange einfach nur verwenden möchte. Aber wenn wir ihn implementieren wollen, müssen wir uns für irgendeine Datenstruktur entscheiden. Und ich verwende hier einfach ein Array, weil es eine sehr naheliegende Lösung ist und weil wir eigentlich auch im Moment noch nicht wirklich die Kenntnisse dafür haben, um etwas anderes dafür zu verwenden. Der Konstruktor sieht dann ganz einfach so aus, dass wir ein leeres Array erzeugen. Ich hatte im Klassendiagramm schon den Namen Data für diese interne Datenstruktur verwendet und möchte das hier so beibehalten. Auf diese Eigenschaft werden wir aber nie von außen zugreifen. Das ist eine private Eigenschaft, auf die nur die Klasse selber zugreift. Wenn wir die Schlange verwenden wollen, also von einem Programm aus auf sie zugreifen wollen, werden wir die Eigenschaft Data niemals benötigen. Wie wir das auf der letzten Folie ja auch gesehen haben. Am Anfang soll diese interne Datenstruktur leer sein. Deshalb erzeugen wir also einfach ein neues leeres Array in dieser Eigenschaft und das war es dann auch schon. Damit ist der Konstruktor schon erledigt. Mehr müssen wir gar nicht machen. Wie fügen wir jetzt ein Element ein? Wir haben ja eben gesehen, dass wir ein Element immer dadurch hinzufügen, dass wir es hinten an unsere Datenstruktur anfügen, als allerletztes Element. Wie man das bei einem Array machen kann, haben wir schon kennengelernt. Dafür können wir sehr gut die Methode push des Arrays verwenden, mit der wir schon mehrfach gearbeitet haben. Unser this.data ist ja ein Array, also können wir ganz einfach sagen, dass NQ nichts anders macht, als das Element, das es als Parameter erhalten hat, mit Hilfe von push an dieses Array Data anzuhängen. Wenn wir ein Objekt übergeben bekommen, zum Beispiel die Zeichenkette, wie wir das eben gesehen haben, können wir dieses einfach hinten anfügen und mehr müssen wir nicht tun. Wie kann man jetzt die Methode front implementieren? Im Grunde genommen ist das ganz einfach, denn front ist ja immer das vorderste Element. Das vorderste Element ist bei uns immer das nullte Element des Arrays. Dieses müssen wir also nur zurückliefern, also return this.data an der Stelle 0. Aber es gibt aber einen kleinen Haken. Was ist nämlich, wenn unser Array leer ist, wenn wir also gar keine Elemente in unserer Schlange haben? Dann gibt es das Element this.data an der Stelle 0 gar nicht und wir würden eine Fehlermeldung erhalten. Daher müssen wir zunächst überprüfen, ob es überhaupt Elemente in der Schlange gibt. Wir könnten dazu die Methode empty benutzen, um zunächst einmal festzustellen, ob die Schlange leer ist. Ich habe sie aber noch nicht geschrieben, deshalb mache ich das hier anders und überlege mir selber noch einmal, wie ich feststellen kann, ob unsere Schlange leer ist. Nun, die Schlange ist leer, wenn keine Elemente in unserem ArrayData enthalten sind. This.data.length ist die Anzahl der Elemente in dem Array und damit in der Schlange. Nur wenn dieser Wert ungleich 0 ist, liefern wir das erste Element zurück, also this.data an der Stelle 0. Das ist das vorderste Element, das in unserer Schlange enthalten ist. Wenn das hingegen nicht der Fall ist, machen wir einfach nichts. Das bedeutet, dass der Rückgabewert dann undefiniert ist. Das muss jemand, der unseren Datentyp verwendet, wissen. Dem müssen wir also mitteilen, dass die Methode front immer dann einen gültigen Wert liefert, wenn denn tatsächlich Elemente in der Schlange sind. Ansonsten liefert die Methode den Wert undefined zurück. So macht JavaScript das standardmäßig, wenn eine Methode keinen Rückgabewert zurückgibt.
Das muss man wissen und dann kann derjenige, der die Schlange in seinem Code verwenden möchte, das entsprechend berücksichtigen. Wir könnten hier auch einen anderen Wert zurückgeben. Wie immer wir uns entscheiden, müssen wir das dokumentieren. Dann haben wir als nächstes die Methode DQ. Was macht diese Methode? Sie liefert uns schlicht und ergreifend das vorderste Element der Schlange zurück. Wie kriegen wir das? Das ist this.data an der Stelle 0. Das könnten wir einfach zurückgeben, aber wir müssen es dann auch noch entfernen. Und wie können wir ein Element entfernen? Erinnern wir uns zurück, als wir die Arrays kennengelernt haben, da haben wir gesehen, dass es eine Methode namens Shift gibt. Ich hatte gesagt, dass diese das vorderste Element eines Arrays nimmt, aus dem Array entfernt und als Rückgabewert liefert. Das Element ist also anschließend nicht mehr im Array an der vordersten Stelle enthalten und das vormals zweite Element wird jetzt zum ersten Element. Die Methode Shift liefert das entfernte Element zurück. Und das ist genau das, was wir mit DQ machen wollen. DQ soll ja genau das vorderste Element liefern und aus der Schlange entfernen. Wir können also einfach return this.data.shift an dieser Stelle ausführen. Jetzt müssen wir wieder ein bisschen vorsichtig sein, denn es kann ja wieder sein, dass die Schlange leer ist. Wir müssen nun einmal in der Dokumentation nachgucken, was Shift zurückgibt, wenn gar kein Element in dem Array enthalten ist. Das verrate ich hier jetzt nicht. Das könnt ihr einmal selber recherchieren und versuchen herauszufinden, was denn dann an dieser Stelle passiert. Was immer this.data.shift als Rückgabewert liefert, das werden wir als DQ auch zurückgeben. Und auch das ist wieder etwas, das ein Nutzer unseres Datentyps wissen muss, wenn er den verwenden möchte. Es bleibt zu guter Letzt noch die Methode empty. Im Grunde genommen ist das etwas sehr Einfaches, denn wir wollen nur wissen, ob irgendetwas in der Schlange enthalten ist oder nicht. Und obwohl sie eigentlich etwas sehr Einfaches tut, hat diese Methode den längsten Code von allen Methoden, die wir hier bei der Schlange sehen. Das liegt aber nur daran, dass ich das hier sehr geschwätzig aufgeschrieben habe. Man kann das viel, viel einfacher und viel kürzer formulieren, aber das möchte ich an dieser Stelle nicht tun. Die Methode empty überprüft nun kurzerhand, ob die Länge des internen Arrays gleich 0 ist. Wenn das der Fall ist, geben wir true zurück. Ansonsten geben wir false zurück. Die Methode liefert auf jeden Fall immer true oder false zurück. Darauf können wir uns verlassen. Damit haben wir diesen Datentyp jetzt implementiert. Zumindest, wenn wir nun eine Datei q.js erstellen und dort diesen Code hineinschreiben. Dann können wir ausprobieren, ob das auch wirklich alles so funktioniert, wie ich das gerade behauptet habe. Das wäre so eine kleine Übung, die ihr mal durchführen könnt. Den Datentyp einmal hernehmen, selber zu implementieren und auszuprobieren, indem ihr dann zum Beispiel ein paar Studentenobjekte erzeugt oder Fahrgäste, die an einem Bus mitfahren wollen, Kunden, die an einer Kasse anstehen oder was auch immer. Ihr könnt euch einfach eine entsprechende Objektklasse ausdenken, diese Objekte zu unserem Datentyp hinzufügen, entfernen und einfach mal damit ein bisschen herumspielen. Das kann man sogar interaktiv machen, wenn man das mit Formularen verknüpft. Dann könnte man über verschiedene Formularelemente Objekte hinzufügen und entfernen und was auch immer. Damit haben wir den abstrakten Datentyp Schlange kennengelernt und wir werden uns im nächsten Video einen weiteren Datentyp angucken, nämlich den Keller. Der funktioniert ganz ähnlich und irgendwie auch ganz anders. Das aber sehen wir uns dann an. Tschüss, bis zum nächsten Video.